Was ist das Problem an modernen Motoren, insbesondere wenn es um die Leistungssteigerung geht? Darauf gehen wir jetzt mal ein. Ja, ich stehe hier vor keinem modernen Motor. Zu der Zeit, wo das Turbozentrum mal begonnen hat, war das ein moderner Motor. Ich würde jetzt mal sagen, so in die 2000er, kurz vor 2000, wurden die 1.8T-Motoren gebaut. Damals gab es andere Euronormen als heute. Es gibt heutzutage in den Motoren Start-Stopp, Long-Life-Öle, ich habe es schon wieder vergessen, Partikelfilter, Abgasrückführung und diversen anderen Kram, der nur dafür da ist, Euronormen zu schaffen, sprich Abgasemissionswerte einzuhalten, die insbesondere nach dem Kaltstart gemessen werden. Alle diese ganzen neuen Features, die in den Motoren drin sind, sind dafür da, den Motor effizient zu machen, wenn es um Abgasnormen, Umwelt, Abgasreinigung etc. geht. Das sind alles Punkte, die aber für einen Tuning absolut kontraproduktiv sind. Und hier beißt sich das Ganze so ein bisschen, wo man einfach sagt, okay, wir wollen ja nicht diese ganzen Features zerstören, weil dann sind wir illegal auf der Straße unterwegs, wollen sie trotzdem erhalten und wollen trotzdem ein Tuning erzeugen. Ist nicht wirklich produktiv. Rein theoretisch müsste man all diesen ganzen Kram ausbauen, um den Motor leistungsfähig zu machen. Dann darf man natürlich nur noch auf der Rennstrecke fahren. Das ist völlig klar. Deswegen sagen wir, neue Motoren sind eigentlich kaum noch Tuning geeignet. Da sollte man sich eher auf die älteren Motoren konzentrieren, insbesondere dann, wenn man viel umbauen möchte und ja, auch viel davon haben möchte. Man könnte eigentlich sagen, und das ist so ein bisschen das, was man früher immer gesagt hat, die Motoren werden mehr und mehr hochgezüchtet. Das ganze Downsizing-Thema, Leichtbau etc. sorgt eigentlich dafür, dass man sagen kann, diese Motoren sind alle schon an ihrem absoluten Limit dran. Früher gab es tolle Gussblöcke, dann gab es die Alublöcke, die schon anfälliger wurden und so weiter und so fort. Eigentlich sind diese ganzen Motoren schon nicht mal mehr dafür gebaut, überhaupt 20 Jahre, wie so ein Motor heutzutage noch schön rumfährt, zu laufen und ja, demnach auch wiederum schlecht fürs Tuning. Aber eigentlich auch schon schlechte Motoren generell, könnte man fast sagen. Bitte prügelt mich nicht dafür. Ein paar Ausnahmen gibt es ja noch am Markt. Ja, einmal ganz kurz auf die Punkte eingehen. So ein bisschen möchte ich. Start-Stopp-Automatik ist so das klassische Thema, was immer wieder aufkommt. Hat natürlich den Effekt, es werden weniger Abgase ausgestoßen, wenn das Auto an der Ampel steht und ausgeht. Es wird auch weniger Sprit verbraucht, wenn das Auto ausgeht an der Ampel. Völlig klar. Was aber im Umkehrschluss passiert ist, dieser ganze Ölkreislauf sackt wieder in sich zusammen. Das Öl muss wieder erneut hochgepumpt werden beim Start. Die ganze, ja, die Schmierung lässt dadurch nach. Die Thermik wird verschlechtert, weil der Motor kühlt sich ja in diesem Moment wieder ab. Auch wenn es nur ganz kleine Nuancen sind, je nachdem, wie lange dieser Prozess dauert, ist es natürlich nicht gerade optimal für den Motor, immer wieder aus und wieder anzugehen. Erstaunlicherweise, viele Motoren gehen auch schon aus, wenn sie viel zu kalt sind, also eigentlich noch gar nicht Betriebstemperatur erreicht haben. Kann man sich drüber streiten. Grundsätzlich, ja, die Automobilhersteller werden sich was bei gedacht haben und in der Regel ist es die Effizienz des Motors. Das ist völlig in Ordnung. Heutzutage, der alte Spruch, was ewig hält, bringt kein Geld, kommt immer so ein bisschen da zur Anwendung und es wird meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, und die darf ich ja äußern, nicht mehr darauf geachtet, dass was langlebig ist, sondern es wird halt nur noch darauf geachtet, wie es sich am besten verkaufen lässt. Dann haben wir das nächste Thema, Abgasrückführung. Wir führen schlechte Luft zurück und sorgen dafür, dass sie erneut verbrannt wird. Ist einfach nur eine bessere, ja, Abgasverwertung, wenn man es jetzt einfach mal sagen sollte. Nachteil der ganzen Geschichte ist, ich führe schlechte Luft in die Ansaugung zurück. Das heißt, ich habe weniger Sauerstoffanteil in der Ansaugung. Ich habe eine schlechtere Verbrennung und eine schlechtere Leistung. Ganz klar, ist eine Umweltmaßnahme, ist auch in Ordnung so, soll ja auch so sein, aber für die Leistung definitiv nicht förderlich. Ja, dann haben wir den Partikelfilter, auch ein Thema für sich. Was macht er? Er reinigt die Abgase doller. Was macht er auch? Er erzeugt einen höheren Abgasgegendruck, erhöhte Abgastemperaturen. Gerade für Turbolader nicht so geil, gerade für Leistungssteigerung nicht so geil, hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, wenn es um Umwelt geht, für Leistung kontraproduktiv. Ja, und mein Lieblingsthema sind die Long-Life-Öle. Das ist eigentlich so das Lieblingsthema auch von jeder Firma, die mit Turboladern zu tun hat, sei es Instandsetzung oder Optimierung oder auch einfach nur neue Lader verkaufen. Long-Life-Öle haben die Eigenschaft,
möglichst lange drin zu bleiben. Die sollen möglichst lange im Motorkreislauf drin bleiben. Ist kontraproduktiv für Ablagerungen im Öl, ist kontraproduktiv für den ganzen Schmutz im Motor generell. Da kann man ganz klassisch sagen, der Ölwechsel sollte viel öfter erfolgen, als diese Longlife-Öle es erzeugen sollen. Und hinzu kommt, diese Longlife-Öle haben meistens eine sehr geringe Viskosität, also sie sind sehr flüssig, was auch dafür sorgt, dass der Motor möglichst schnell auf Betriebstemperaturen kommt und möglichst schnell effizient ist für die Abgasverbrennung oder möglichst schnell in diese Abgasemissionswerte hereinkommt. Ist dafür ganz gut, aber es ist sozusagen, naja, man könnte fast sagen, fast Wasser in den Motoren. Es ist nicht gut für den Wegtransport des Drecks im Motor, es ist nicht gut für die Schmierung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Fällen viel zu hohe Öltemperaturen gibt und auch, ja, wie gesagt, der Dreck deutlich schlechter aufgenommen wird. Also hier ist es so, ein dickeres Öl hat einen stabileren Öldruck, hat eine bessere Schmierung, hat eine bessere Temperaturverwertung im Motor selber und ist da einfach, ja, funktionaler. Ist natürlich immer alles nicht freigegeben und alles wieder nur Motorsportgeschichten, aber es liegt auch hier wieder ganz klar an den Abgaswerten. Auch ein Thema bei diesem ganzen Thema Öl ist, dass neue Motoren gar nicht mehr das Öl mit jeder Umwälzung filtern. Hat auch nochmal diverse Eigenschaften oder Auswirkungen auf die Funktion des Motors an sich und auf die Schmierung des Motors und ist auch wieder kontraproduktiv. Umso länger das Öl drin ist und es dann noch weniger gefiltert wird, kann man davon ausgehen, dass man den Dreck schön immer wieder reinspült in den Turbolader und Co. Gibt es einige Turboladerschäden, die genau daher rühren. Deswegen, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ölwechsel, so oft wie ihr nur könnt. Ja, meine Abneigung gegenüber neueren Motoren habe ich vielleicht ganz gut zum Ausdruck gebracht. Heißt jetzt nicht, dass jeder neue Motor per se schlecht ist. Es heißt immer nur, wenn man sich über Tuning Gedanken macht oder über Tuning drüber nachdenkt, muss man sich einfach bewusst sein, dass gewisse Features in neueren Motoren weg müssen oder kontraproduktiv sind, mit denen man einfach leben muss. Insofern, ja, hoffe ich, eure Fragen, die Frage kam, deswegen sind wir in das Video eingegangen, beantwortet zu haben. Und ja, freue mich auf das nächste Video mit euch und bedanke mich fürs Zuschauen.